Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Prey. So, wir wollen immer noch in unser Büro. Erstmal looten wir uns hier durch. Und hier war doch auch irgendwo... Wo ist er denn da? Was hat er denn hier? Transcribe? Aha. Eine Schlüsselkarte. Nehmen wir mit. Haben wir Henriks Büroschlüssel. Dann lauschen wir mal. Wird gespeichert? Hä? Spiel ab? Warum spielt er das nicht ab? Warte mal. Ist ganz komisch. Manchmal spielt er so ab, manchmal nicht. Karte, Ziele, Dateien. Notizen, Audio, Log. Ach, guck mal hier. Warum ist denn da so ein... Die kennen wir noch nicht. Liebes Zukunftswir. Heute Zukunftswir. So wollen wir uns nicht ernsthaft nennen. Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu... Dickköpfig? zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. Oh, da war noch alles gut. Weiß gar nicht, wann ich das aufgesammelt habe. Und hier haben wir noch was. Fatal Fortress 2 haben wir auch. Den ersten haben wir schon gehört. Der zweite. Abigail, diesmal nehme ich auf. Du auch, Emma? Ist gut, Danielle macht mit. Sie wird uns decken, falls es Probleme gibt. Sie hat ja gesagt? Wir haben verhandelt. Ich musste auch zu ein paar Dingen ja sagen. Mhm. Warum werden die mir die jetzt nicht mehr? Jetzt wieder? Jetzt werden sie mir wieder angezeigt als komisch. So, wo ist denn jetzt hier von Henrik? Hä? Ach ja, Henrik. Das erste. Morgens Zusammenbruch. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Aha. Verursache keine Schäden. Neues Ziel. Was? Und ein Notizblock, den wir aber nicht lesen können, hat er dabei. Okay, wo sollen wir das herunterladen? In der Lobby? Da gehen wir ja gerade hin, ne? Oder kommen wir von da? Nee, da gehen wir gerade hin, zur Lobby. Arboretum in Betrieb. Okay, wir können jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Rein, rein. Guten Abend, Talos. Abend. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlichen Checks zu mich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Macht ne, oder? Keine Ahnung, rein. So, wir wollen erstmal zur Lobby zurück. So, dann gehen wir mal. Lebenserhaltung können wir auch. Okay, Lobby. Schnell, der fährt. Okay. Da fliegt noch einer rum. Und da ist auch einer drin. Das ist weniger geil. Alter. Raus, 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 raus. Warte mal. Erstmal weg hier. Da hinten ist er. Alter, sind ein paar mehr noch. Zisten auch noch. Komm, die Zisten können wir so holen. Weber. Ja, dann haben wir den auch voll. Scan abgeschlossen. Alles klar. Den Weber haben wir. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass der Strahl noch ausreicht. Oh, 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 oh. Hä, was? Alice? Warum hat die einen Namen? Warte mal, warte mal. Alter, Alter, ich bin gleich down. 1963, 1900. Ja, 1900.
68. Ein bisschen zum Nachheilen. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Cap 1980, 2000, 2000. Brauchen wir die noch? Die brauchen wir auch noch. Telefahrt. Ach, fuck. Scan abgeschlossen. So. Vorsicht. Das ist Luja. Alice. Das war Alice. 2030. Die Talos 1 ist. Geh weg. Anzug wurde beschädigt. Alter, hier ist ja auch gleich wieder voll was los. So eine Scheiße. Nachladen. Komm. Nein, du zuerst. 1902. Nein, ach, das gibt's doch nicht. Alter, die machen auf einmal immer so ein permanent, nicht permanent Damage, aber so ein One-Hit-Dinger. Ist auch gleich so viel wieder hier unten, ne? Okay, jetzt sind wir hier wieder. Warte mal, muss ich mir jetzt seine Datei nochmal reinziehen? Audiologs? Ich glaube schon, ne? Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest! Ja, musste ich normal machen. Mann, das kann doch nicht sein, ey. So. Auf ein neues. Komm, wir ballern uns gleich schon mal was zum Heilen rein. Dann gleich raus und los geht's. Guten Abend, Talos. Die Anmeldung zur Talentshow für Talos-Mitarbeiter ist ab sofort möglich. Und tschüss. Gehen Sie bitte zur Rezeption der Besatzungsquartiere und wenden Sie sich an Galen. Wir gehen jetzt erstmal in Sicherheit. Das mit den Scannen ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ich will die halt natürlich auch scannen. Ist aber an sich schon mies gemacht. Und jetzt sind wir auch schon gleich bei Morgs Büro eigentlich hier, ne? Ne, eins über uns. Ne, doch, hier müsste das sein. Oder? War doch hier irgendwo. So, wo sind denn die jetzt alle? Komm mal her, Weber. Oh, das ist weit weg. Kommt der her? Komm schon. Schießt er schon auf uns? Komm, das sind auch so eine Verfolgungsdinger, ne? Der, was hat denn der auch für eine Reichweite? Das kommt sogar bis hier hoch. Alter. Nicht gut, nicht gut. Okay. Ruhe bewahren. Scan ihn schnell. Scan abgeschlossen. Da kommt gerade was angeflogen. Weg. Okay, komm, wir heilen uns. 1963. Hier, gönn dir. Und ein Medikit können wir uns auch noch reinjagen. Eine streng geheime Verhandlung. Komm. Komm. Ah. Den haben wir gleich. Nummer 1. Ach, den Telefahrt hatte ich nicht gescannt gehabt, ne? Und den Weber noch. So läuft's doch besser. Jetzt nur aufpassen mit den Zysten hier.
Und da drüben war, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Zwistennest, ne? Da drüben. Jawohl. Nice. So. Hier war die Alice Aiken. So, der Weber. Und der Telepath. Den müssen wir auch noch looten. Da ist er. Ne, Phantom. Hier. So. Denn wollen wir mal nach oben. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Es war doch irgendwie da hoch, ne? Da und dann da rein war das, glaube ich. Dann machen wir das mal. Und dann könnten wir vielleicht sogar auch schon mal in die... in das Traumazentrum. Wir müssen auf Fallen aufpassen. So, ich mache mal einen Schnellspeicher eben. Nicht, dass wir das Ganze nochmal von vorne machen müssen. Im Traumazentrum war auch ordentlich was los, glaube ich, ne? Komm, wir gehen erstmal zu uns ins Büro. Hier war auch noch einer drin, oder? Da ist er. Okay. Okay. So, denkt an die Fallen. Aber ich sehe hier gerade keine. Okay, komm. Und Morgan hat sonst nichts über mich erzählt? Nicht einmal... Nur den... Morgan, ich habe ihr Terminal benutzt. War okay, hoffe ich. Chief Ilyushin hat sich 13 Mal geweigert, aufzuhören. Kein Grund, Morgan vom 14. Mal zu erzählen, January. Ich habe mir erlaubt, ihre Vorräte aufzustocken. Essen habe ich auch entdeckt. Liegt auf dem Tisch. Keine Sorge, habe alles überprüft. Ist vor Aliens sicher. Zappelt nichts. Chief Ilyushin hat recht. Es sind keine Typhon Kakoplasmus in der Nähe. Oh, danke, January. Seit Ihrem Vortrag über meine Paraplexie war ich nicht mehr hier drin. War ganz sicher, Sie würden mich feuern. Nur, dass Sie leider eindeutig auf mich standen. Ach so. Okay, cool. Die hat uns ein bisschen Sachen gebracht. Wissen Sie, wieso ich meine Akte gefälscht habe? Sie nee. Waren sich so sicher, als Sie mich gerügt haben, Morgan. Ich sei egoistisch und... Mein Vater wurde für seine Kritik an der sowjetischen Intervention in Indien verhaftet. Viele Häftlinge gehen in sibirischen Lagern verloren. Aber mein Vater verschwand. Ich wusste nur, dass Transtar Volontäre aus diesen Arbeitslagern rekrutierte. Ich bin wegen Ihnen hier. Und Alex und Ihren Experimenten. Er war hier. Ganz sicher. Die Arbeit in der Neuromod-Abteilung, in der Psychotronik. Aber ich komme einfach nicht hinein. Keine Spur von den Volontären, die kommen und gehen. Transtar ist gründlich. Ich weiß, sie haben Dinge vergessen. Aber wenn sie Hinweise auf meinen Vater finden, würde mir das viel bedeuten. Okay, haben wir da vielleicht schon was gefunden? Whistleblower. Morgan. Suche auf der Sicherheitsstation, Besatzungsquartier nach... Was? Hey! Morgan. January hat mich herumgeführt und mir, naja, alles erzählt. Sie sind wohl zurück, weil Ihnen die Ohren geklingelt haben. Diese Aussage ist in vielerlei Hinsicht fragwürdig, Chief Ilyushin. Okay. Mehr können wir mit ihr gerade nicht quatschen. Gut, wir recyceln mal... Von diesen Ladungen haben wir so viele EMP-Ladungen. Vielleicht sollten wir die mal ein bisschen benutzen gegen die Roboter. Mehr können wir jetzt gar nicht machen. Und du hast uns Essen gebracht, ja? Ach, guck mal hier. Danke. Gut. Okay, das war's anscheinend schon. Aber eine neue Quest haben wir dadurch. Tresor, da war ich schon dran. Was war denn da drin? Wo ist überhaupt da drin? Schrank. Ich will in den Schrank. Was ist da drin? Ist alles leer. Gut. January, hast du noch irgendwelche Neuigkeiten für uns? Sie wiesen mich an, die Testabläufe zu sabotieren, falls Alex sie nicht befreien würde oder die Typhon-Organismen aus der Verwahrung ausbrechen würden. Beides ist eingetreten. Ich habe ihre Stimme.
Das ist eine Taktik, um ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das nur, damit sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Naja, ich bin mir noch nicht sicher. Keine Ahnung. Simmons installierte leere Neuromods bei ihnen. Daher konnten sie sich an den Test des vorherigen Tages erinnern und fliehen. Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Mhm. Gut. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Ja, bin auf dem Weg dahin, mehr oder weniger. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt, immerhin. So, dann schauen wir uns mal an. Dechiffrierungsschlüssel. Ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir leid. Scheiße. Ich muss Stimmübungen machen, bevor ich aufnehme. So. Gut. Kommen wir da denn jetzt schon rein? Da haben wir ja auch noch einen. Vielleicht machen wir das mal lieber mit dem Kuhstrahl. Ein bisschen Muni haben wir da noch. Aber da waren wir doch auch schon mal drin. Ne? Den haben wir, glaube ich, nur eingesperrt gehabt, ne? Weil ich noch nicht gegen den angekommen war. Was sich jetzt geändert hat. So, wir warten noch ganz kurz, bis ein komisches Ding hier weg ist. So. Randolph. Okay, von dem hatten wir ja damals hier die Pistole bekommen, ne? Elias. Ach, guck mal, Elias Blake. Von dem hatten wir oben gelesen gehabt. Der hat doch auch mitgespielt, ne? Bei dem Spiel. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Hatte ich mich damals hier umgeguckt gehabt genug? Scheinbar nicht. Warte mal. Ah, doch, 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 doch. Den können wir noch. Scan abgeschlossen. Okay. Und gib ihm. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Jo, jetzt läuft das hier. Damals hatten wir hier echt Probleme gehabt, ne? Diese Psi-Fähigkeiten. Oh. Ich bin am überlegen, ich werde vielleicht irgendwann mal einen Spielstand speichern und mir dann so ein paar Neuromods reinhauen als Alien und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist einfach aus Neugier. So, warum haben wir hier jetzt noch... Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillige Überstunden gemäß unserer Firmenpolitik dem Stationspsychologen zu melden haben. Die Projekte an Bord mögen spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Die kriegen wir damit down. Oder die machen sich selber kaputt. Alter, wie viele? Komm, Kettenreaktion. Oder auch nicht. So, gib her hier deinen Staff. Ist jetzt Ruhe hier? Da haben wir noch irgendein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Was? Ist hier ein Phantom oder... Was war das gerade? Mann, ich wollte mich da oben dann noch umgucken. Und hier müssen wir auch noch mal rein. Traumazentrum. Die haben immer so viel davon geredet, dass der und der ins Traumazentrum gebracht wurde. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir da schon drinne waren. Ist ja auch schon ein paar Folgen her mittlerweile. So, okay. Mimik. Wo? Da hinten. Okay. Ja, doch, doch, hier waren wir. Hier ging es doch zum Kraftwerk, oder? War das? Maschinenlabor, genau. Da scheinen wir momentan auch nichts zu haben. Das könnten wir reparieren, müssen wir aber nicht. Wir haben ja oben in unserem Raum eins. Ich gucke nur noch mal, ob ich hier irgendwas vergessen habe.
Scheint aber nicht so. Komm, dann holen wir uns den Mimic da hinten mal. Wo ist denn da ein Mimic? Der Mülleimer. Hä? Komische Anzeige. So, mal her hier. Hier müssen wir auch ab und zu reingucken. Wir hatten ja schon ein paar Räume, wo wir da dann weiterkriechen konnten durch. So, was haben wir hier schon? Jojo, hier waren wir schon mal drin, ne? Alles klar, das weiß ich noch. Da hatten wir dieses... Doch, der Mülleimer. Warum hat es vorher nicht geklappt? Gut, jetzt haben wir auch genug Kraft, dass wir hier mal... ein bisschen frei machen können. Mal Lichtlein an. Personalabteilung. Hier waren wir doch gerade drin, oder? Von der anderen Seite. Nee, doch nicht. Hier waren wir noch gar nicht drin. Hier sind wir nicht reingekommen. Weil wir noch nicht die Hebekraft hatten. Okay, was haben wir denn hier in der Personalabteilung? Trendstar Anerkennungsprogramm. Schauen wir uns gleich mal... Ach komm, machen wir gleich. Trendstar Anerkennungsprogramm. Auszug aus dem Leitfaden zu Trendstar-Richtlinien. Abschnitt 8, 30, 76, Neuromods und Boni. Bei Trendstar möchten wir Mitarbeitern für vorbildliche Leistungen belohnen. Im Rahmen unseres Programms für besondere Anerkennung sind für eine Beförderung oder Auszeichnung vorgeschlagene Mitarbeiter berechtigt, Neuromods aus der Liste in Anhang 4c zu erhalten. Bitte beachten, die Boni unterliegen den in Abschnitt 13 dargelegten Einschränkungen und können nach Trendstar-Ermessen zurückgezogen oder entfernt werden. Besonders im Rahmen von Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses, Disziplinarmaßnahmen oder Notfällen. Okay. Irgendwie sage ich immer okay, ne? So, was haben sie hier? Need a chat, I am available. It's not okay to eat other crew members. Lunch. Also ich wollte schon sagen, es ist nicht okay, von anderen Leuten das Essen aufzuessen. Essen. Wenn du hungrig bist, lass es mich wissen. Die Ziege. Regel 47. Okay. Okay. Wo ist die Ziege? Ich habe auch Hunger. Oh, hier. Warte mal. Hab's gehört. Ihr habt's gehört. So, und hier haben wir ein Terminal. Meine Taschenlampe ist gerade ausgegangen. Was liegt hier noch? Hebekraftassistenz. Da müssen wir auch mal rein. Wie kann ich die denn vergrößern noch? Diese... da musste ich irgendwas für lernen, ne? Dass wir hier noch mehr einbauen können. Hey, nein. Warte mal. Was habe ich denn jetzt rausgenommen? Pistolenkrit, kritisch, radioaktiv, Furchtschild, Psi, verringert Psi, nein, verringert Abklingzeit von Psi-Kräften, vielleicht Resistenz gegen Furcht. Nehmen wir uns den mal rein. Was haben wir da noch drin? Verringert Psi-Kosten von... Was haben wir da jetzt drin? Haben wir den Scan da drin? Ja, den Scan haben wir da drin. Okay. Wie kann ich hier mehr dazu lernen? Das will ich auch noch. So, drei E-Mails. Dieb. Von wem ist das? Von Lane an Thomas Tucker. Sehen Sie, womit wir es zu tun haben. Lane... Ach nee, wir müssen ja von unten nach oben wieder. Betreff Dieb. Genießen Sie Ihre Zeit an der Spitze, solange Sie noch können... lange werden sie dort nicht mehr bleiben. Dalton. Sehen Sie, womit ich es hier zu tun habe? Was? Hunter Halle.
Oder Hunter Hale? Von Alex. Ach, guck mal hier. Warte mal, wir gehen mal wieder richtig rein hier. Hunter Hale, Tommy, ich weiß deine Sorge zu schätzen und verstehe, dass du für die Diskrepanzen in der Buchhaltung nicht verantwortlich sein willst. Hunter Hales Entschädigung sticht deswegen heraus, weil er mit mir verhandelt hat. Betrachte die Sache als erledigt. Laut unserer Prognosen für dieses Jahr können wir ihm rein theoretisch sogar 6-mal so viel wie unseren anderen Piloten zahlen. Alex, okay. Special Pilot. Und gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Hallo Sandro, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Bewerbung angenommen wurde. Wir haben Ihnen einige Dokumente zugeschickt. Bitte gehen Sie sie durch und unterschreiben Sie sie bis Ende dieser Woche. Sobald die Formalitäten geklärt sind, sende ich Ihnen Ihre Reiseinformationen zu. Wir hätten Sie gerne möglichst nächsten Monat hier oben, um Sie einweisen zu können. Eine Reise zu reservieren stellt immer eine Herausforderung dar, aber wir buchen Ihnen einen berauschenden Flug in einen unserer Shuttles. Ich heiße Sie im Namen der Transstar-Familie willkommen. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen. Der Thomas Tucker. So viel das. Au, guck mal hier. Stuff. Stuff, stuff, stuff. Überall Alkohol drin, ne? So. Ja, ist so ein kleiner Raum, wo wir nochmal ein bisschen was an Stuff bekommen. Ein bisschen Info. Über Ziegen. Und dahinter. Warte mal. Nee. Wir wollten nur gucken, ob hier hinter vielleicht eine Klappe ist, so wie hier. Oder eine Tür. Ich weiß noch nicht, wer hat sich denn hier bitte drinnen verbarrikadiert? Wir haben ja keine Leiche hier drinnen, ne? Irgendjemand muss ja das hier zugemacht haben. Aber hier liegt keiner. What a little bit strange is. Gut, gehen wir drüben wieder raus. Oh Gott, die Zeit. Leute, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Wird too long. Langsam. Okay, ihr Lieben. Dann gucken wir uns hier nächste Runde noch weiter um. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Prey. Bis denn. Bye, bye.